Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hier ist ein Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und es ist wieder einer dieser typischen Kräne, die ich überhaupt nicht mag. Ja, warum wohl? Weil es einer dieser Kräne ist, bei dem man ewig braucht, um alle zu bekommen, weil gerade die hinteren Magen die schwierigsten sind. Und man muss sich halt wirklich so Stück für Stück arbeiten, weil wenn man von hier aus mit Bomben wirft, dann passiert hier vorne nicht viel. Deswegen schmeiß ich einfach mal direkt hier rein. Vielleicht schmeißt ihr die Marke, also dass du dadurch, dass halt alle Marken schon gelockert sind, dass dann zwei zumindest mal runterfallen. Dass wir zumindest unseren Bonus haben, den wir brauchen. Oder auch nicht. Seht ihr? Deswegen, ich mag keine Bombenkräne. Ich bin kein Freund davon und werde es auch nie werden. Auch wenn es manchmal doch relativ gut klappt. Naja, nicht wirklich. Man könnte natürlich jetzt auch mit links und rechts bewegen und alles ewig runterwackeln, aber das ist das Training, das klappt da nicht so gut. Ich hoffe zumindest, dass ich halt noch eine Marke bekomme, damit ich zumindest meine, genau so, meine eine Runde bekomme, die ich gerne hätte. Ich glaube, jetzt wäre es besser, wenn ich hier den Kran, also wenn ich die Bombe hier hinwerfe, dass sie hier abtopft und dann halt hier runterfällt. Weil ich denke mal, wenn ich versuchen würde, hier reinzuwerfen, das wird schwierig, also vielleicht dann eher abdopst und dann hier landet. Oder wenn ich hier ganz nach links gehe, dass er halt nicht weit genug nach rechts kommt, um hier zu explodieren. Im schlimmsten Fall treffe ich das Ding nicht und dann habe ich die eine Bombe verschenkt, aber ich bin persönlich auch egal, weil wir haben hier schon eine Runde. Na? Ja? Okay, gut, alles klar. Es hat ja mal geklappt mit einer Bombe. jetzt natürlich die Frage, soll ich das nochmal quasi so hier reinwerfen, dass ich dann die anderen zwei Marken bekomme? Komm, wir machen es einfach nochmal. Vielleicht ist ja das Ergebnis anders. Ne, sieht genauso aus. Okay, alles klar. Nicht zu wild. Ich bin eigentlich zufrieden von der Menge her. Das ist auf jeden Fall mehr, als wir gestern bekommen haben. Eieiei. Vielleicht haben wir auch einen Bonus, vielleicht auch nicht. Ich vermisse auch so langsam wieder mal die roten Bonis, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist mir irgendwie vergönnt. Dann halt nicht. Ich will auf jeden Fall mal gucken, was ich heute spielen möchte mit einer Runde. Wie immer gibt es wohl nicht so viel. Es wurden wieder Wolyoshi-Kräne ausgetauscht, aber ich glaube, da war auch nichts dabei, was man nur mit einer Runde spielen könnte. Ich kann ja mal gucken, vielleicht finde ich ja doch irgendwas. Der spielt auf jeden Fall nicht. Also es wurden auch die Animal Crossing oder generell die Amiibo-Marken hier ausgetauscht. Das habe ich ja hier auch schon mal gesagt, das macht gar keinen Sinn. Weil hier so ein Knubbel ist und selbst, wie gesagt, mit einer Runde geht nicht viel. Hier übrigens dasselbe Prinzip wie bei dem Pokémon-Kran, dass man hier vielleicht irgendwie hier so reingreift, also wenn man mehr als eine Runde hat natürlich, dass man halt entweder bekommt man eine von diesen beiden Marken oder sie lockern halt die anderen Marken, weil die hier wird vermutlich nach unten gedrückt, dass halt die sich gelockert wird und die hier wird gelockert, fällt dann sowieso runter. Dann wird die auf jeden Fall gelockert, weil die halt, ja, unter der Marke ist hier. Und mit Glück trifft man halt hier noch Melinda, die besonders schwierig zu greifen, muss ich sagen. Also selbst wenn man sie nicht lockert, wenn die anderen Marken alle weg sind, dann muss man ja mit dem Kran irgendwie ganz knapp hier hinkommen und dann muss man wieder Glück haben, sie zu greifen oder halt sie über diese Grenze zu kriegen, dass man sie halt rüber wackeln kann. Aber ja, dauert ewig lange. Okay, das hier wäre eine Idee, dass man hier vielleicht... Ja, mit übertriebener Art und Weise sagen würde, ich würde versuchen, jetzt den Motorrad-Yoshi zu holen. Aber ich glaube eher, dass das Ganze nicht der Fall sein wird, weil die hier blockieren. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das damals war, als ich es einmal gespielt habe. Ich glaube, ich habe irgendwie mehr hier so reingegriffen und habe dann diese eine Marke bekommen. Hier im Prinzip dasselbe. Habe ich damals einmal gespielt. Ich glaube, ich habe mir den blauen Yoshi geschnappt gehabt und ja, die ganz anderen Marken sind runtergerutscht. Und hier ist halt der blaue Yoshi dann sitzen geblieben. Also auch einer dieser typischen Kräne, bei denen man halt mit einer Runde nicht alles bekommen kann. Heißt, man muss ja so oder so dann immer versuchen, die zwei hier zu kriegen. Und da muss man natürlich gucken, wann man diesen Knopf da bekommt. Ja, den hatte ich auch einmal gespielt. Am Ende ist nur der eine Scheigeil runtergefallen. Oder habe ich den mal gespielt? Kann es sein, dass es im Training war? Ich glaube, es war im Training. Weil irgendwie kann ich mich erinnern, dass der Yoshi hier mal übrig geblieben ist, oder war das ein anderer Kran? Bin ich jetzt hier gerade ein bisschen verwirrt? Kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich auch lustig, wenn man hier so reingreifen könnte, dass die... Ja, dass zumindest eine von diesen beiden Marken runterfällt. Irgendwie so die Idee, dass man Yoshi hier nach unten drückt, dass er halt so schräg nach oben und dann runterfällt. Aber ich glaube, das ist eher nicht der Fall.
Und ja, über Bowser Jr. braucht man sich gar nichts großartig Gedanken zu machen, weil selbst wenn man hier die ganzen Teile oben weg hat, man muss ihn ja wirklich greifen, weil er unten ja nicht durchfallen kann. Ansonsten haben wir hier noch wieder ein paar alte neue Smash Bros. Sage ich schon, Star Fox Kräne, was mit einer Runde natürlich auch lächerlich ist. Man könnte irgendwie schaffen, dass man den den Fox mit Cloud hier runterwirft, aber viel Spaß. Das haben wir ja komplett, immerhin. Und ansonsten haben wir hier noch Mario Kart Köpfe, die ja in einer Runde natürlich auch lächerlich sind. Ja, ich glaube, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich jetzt genau diesen einen ja, Kran spielen werde. Ja, wo ist er? Wo ist er? Yoshi. Ich versuche halt meine Chancen irgendwie zu maximieren. Ich könnte natürlich noch das hier spielen, aber wie gesagt, da müsste ich ja gucken, dass ich eine von diesen drei Marken bekommen würde. Und ich habe irgendwie den Gedanken, dass dass ich damals hier versucht habe, den Bowser Junior zu greifen an den Haaren. Und dann ist er mir vorher noch runtergefallen, weil er irgendwie, glaube ich, hier hängen geblieben ist. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Deswegen gucke ich einfach mal, dass ich jetzt hier den Yoshi bekommen. Vielleicht fällt ja die Marke noch mit runter, zumindest eine neue Marke. Ansonsten, ja, war es das halt. Ich gehe eher davon aus, dass wir alle wegräumen müssen, aber ist der einzige Kran, der mir momentan als realistisch erscheint. Von daher, ja, gucken wir einfach mal, dass sie dann vielleicht ein bisschen weggeschoben werden. Muss natürlich schon nah genug an die Wand kommen. So. Na, das war natürlich hier nichts. Eieiei, wie sich langsam das bewegt. Wäre natürlich jetzt auch lustig, wenn wir zumindest hier den Yoshi da bekommen. Na, schieb ihn. Nein. Nichts Neues bekommen. Das kannst du vergessen. Aber gut, ich war nicht nah genug an der Wand dran. Das kommt natürlich noch hinzu. Jetzt könnten wir vermutlich den Yoshi greifen. Man sieht zumindest, man sollte es mit zwei Runden spielen. Das brauchen wir dann nicht nochmal auszuprobieren. Die haben wir alle doppelt. Aber ja, dann bleibt nichts anderes zu sagen, als ja, hoffe ich, dass euch der Part wieder gefallen hat. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, würde ich mal sagen. Und wie immer könnt ihr mir natürlich schreiben, wie bei euch das heutige Training abgelaufen ist. Ich hätte vielleicht schon mal das vorsagen sollen. Aber dann, ja gut, dann bis morgen wieder. Ciao, ciao.